Hallöchen, liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel Mike Rides MTB. Ziemlich cool, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, Leute, wir starten das Video jetzt mal ein bisschen anders. Das wird ein Zweiteiler. Das ist jetzt der erste Teil von der Cycling World in Düsseldorf, wo ich mit BH Bikes am Stand war. Warum ich bei BH mit am Stand war, das hat einen ganz speziellen Grund und das werden wir heute im Laufe dieses Videos dann auch aufklären und das gibt den ein oder anderen okay cool Effekt und der eine oder andere von euch wird dementsprechend auch ein bisschen vielleicht überrascht sein. Sei es drum, das Video wird super spannend und super toll, ich freue mich drauf. Hier seht ihr den Gerald vom Dreiländer-Enduro-Trail, der auch bei uns mit am Stand ist und warum das Dreiländer-Enduro-Team mit BH-Bikes da so am Stand zusammen abhängt und zusammen kooperiert und arbeitet, das seht ihr jetzt in diesem Video und ich würde sagen, bevor wir ewig lang jetzt weiter hier rumquatschen, gehen wir fix in das Intro und starten direkt durch. Ich habe richtig Bock auf dieses Video, Leute. Let's go, ab in Teil 1 von der Cycling World in Düsseldorf. So Leute, ich befinde mich jetzt in der ersten Halle auf der Cycling World in Düsseldorf. Unfassbar, es ist mega viel los und wir gehen jetzt mal zuerst an den ersten Stand und zwar zu BH Bikes. Wir gucken uns jetzt mal die Fahrräder an, was BH dabei hat und gehen dann direkt weiter an den nächsten Ständen. Ich bin mega gespannt, Leute, das wird ziemlich cool. Bis gleich. Okay, pass auf, Leute, ich zeige euch kurz einen Teil von unserem Produktportfolio, was BH Bikes im Programm hat. Die interessantesten sind wahrscheinlich die abfahrtsorientierten E-Räder, die wir haben. Zur Geschichte von BH Bikes, uns gibt es schon seit über 100 Jahren und entsprechend haben wir natürlich Erfahrung. Wir sind eine höchst innovative Marke und entsprechend haben wir auch solche Geschichten wie das iLynx Trail. Das ist ein abfahrtsorientiertes Rad mit 160 mm Federweg mit unserem eigenen Motor drin, der 65 Newtonmeter hat und wie ihr sehen könnt, ist der sehr, sehr klein und sehr schön integriert. Wir haben 540 Wattstunden fest in dem Rahmen integriert, nochmal 180 zusätzlich in dieser Art Trinkflasche, die man auch rausnehmen kann und dort eine Trinkflasche deponieren kann, wenn man möchte. Der Motor selbst hat 65 Newtonmeter und dementsprechend ist es für sportliche Räder, die halt auch einfach ein bisschen Unterstützung haben möchten. Ansonsten das X-Step Carbon, das ist das, was wir hier oben stehen haben, gibt es in 140 und 160 mm Ausstattung. Der Mike wird das mit 160 mm Ausstattung fahren und mit einer 38er Gabel drin. Vom Motor her ist es ein Shimano EP8, 720 Wattstunden fest integriert. Ein anderes Pendant dazu wäre noch das Atom X, das gibt es in Aluminium oder auch in Carbon und auch in 140 oder 160 mm Ausstattung. Vom Motor her ist ein Brose S-Mag verbaut und hat ebenfalls 720 Wattstunden. Das Rad, was ihr jetzt hier im Video seht, das ist noch ein Prototyp. Da sind noch Kleinigkeiten anders als in dem Serienmodell, so wie die Klappe hier oben, die ist dann nachher auch wirklich in Rahmenfarbe lackiert. Und wir haben halt nicht nur Fahrräder, sondern wir arbeiten halt auch noch mit diversen Partnern zusammen. Zwei davon sind heute hier mit bei uns am Stand. Das ist einmal der Reini vom Hotel Edelweiß. Ein wunderschönes Hotel direkt in Reschen, direkt am Reschensee mit Blick auf den Reschensee. Das war ganz schön viel Reschen in einem Satz, aber einfach uns nochmal zu sagen, das Ganze ist in Reschen. Und wir haben auch noch den Gerald, das ist der Tourismuschef von der Region Reschen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und lassen uns von denen selbst einmal das Hotel vorstellen und den Dreiländer-Enduro. Im Edelweiß ist es wirklich so, man kommt an und man fühlt sich wie zu Hause. Man möchte eigentlich gar nicht mehr fort und es ist einfach nur schön da zu sein. Es gibt immer sehr, sehr, sehr gutes Essen, denn der Reini, der kocht auch selbst. Genauso zusammen mit deiner Tochter, die glaube ich genau, in der Küche ja Inzwischen mehr die Hosen anhat als du, richtig? Das ist aber das Schöne eigentlich, weißt, wenn die nächste Generation Spaß hat und mitmacht auch und man kann auch von den Jungen lernen, sage ich immer. Ja? Okay, jetzt der Gerald, der ist gerade am Schinken schneiden. Am Speck schneiden. Am Speck schneiden, mit Speck fängt man Mäuschen, oder? Genau. Sehr schön. Zu einem richtigen Südtiroler gehört ein Speck dazu. Genau. Erzähl du uns doch mal zwei, drei Sätze über die Dreiländer-Enduro. Ja, die Dreiländer-Enduro, wir sind am Reschenpass, am Reschensee, im Dreiländereck. Deutschland, nicht Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien, deshalb heißt es Dreiländer-Enduro-Trails. Wir haben 27 Trails, 5 Bergbahnen
und ein richtig geiles, cooles Netzwerk mit dem Enduro-Trail. Sehr schön. Und am meisten Spaß dort zu fahren macht es natürlich, wenn man im Hotel Edelweiss bleibt und sich dort halt auch dementsprechend direkt die BH-Bikes ausleihen kann. Ja Leute, jetzt habt ihr vom Tobi schon mal einiges gehört über das Hotel Edelweiss und auch nochmal über das Drei-Länder-Enduro. Mit dem Gerald selber habe ich ja auch einiges schon zu tun gehabt in der Vergangenheit und wir haben uns im Endeffekt kennengelernt über den Ricky Hotel Edge-Quelle. Und da ist ja sozusagen dann ja die Verbindung entstanden, die Kommunikation, dass ich für euch ein bisschen Videos auch gemacht habe und auch in Zukunft, dass es weitergeht. Und bei euch wird es aber auch noch ganz interessant, ein Flowtrail, der ja neu gebaut worden ist, in Schöneben, der war ja letztes Jahr erst bis zur Hälfte, glaube ich, fertiggestellt. Genau. Mhm. Der wird jetzt erweitert. Den machen wir fertig in diesem Jahr. Also wir haben dann ein tolles Angebot für Kinder, Einsteiger, Frauen, für die Teilnehmer, die nicht so technisch frisiert sind. Und die Drei-Länder-Enduro-Trails, warum drei Länder? Weil wir im Drei-Länder-Eck zwischen Österreich, Schweiz und Italien sind, auf der italienischen Seite. Und wir haben natürlich den Kirchturm im See, der bekannt ist. Und viele schätzen die Region. Wir haben 27 Trails, vor allem Naturtrails, 5 Bergbahnen und es ist eine Reise wert. Absolut, also da bin ich voll beim Gerald bei der Meinung, Reschen ist mega eine Reise wert. Ich selber, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr großartig woanders hinzugehen zum Fahren, weil es einfach eine tolle Region ist. Die Leute sind super drauf, es ist eine geniale Landschaft, das Radlfahren macht super viel Spaß, wenn man seinen Schwerpunkt auf Endurofahren hat, aber mittlerweile eben auch super interessant für Familien, die auf Flowtrails unterwegs sein wollen. Und da geht es in Zukunft, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr in die Richtung dann bei euch, dass eben alle Sparten abgedeckt werden. Genau, wir sind da auch eine klassische Rennradregion mit dem Dreiländer-Giro, mit dem Stilfserjoch, aber auch das Genussradfahren vom Reschensee zum Gardasee runter oder nach Meran und mit dem Zug zurück. Wir sind eine richtige Bike-Region und also für jeden ist etwas dabei. Leute, ihr habt es gehört, was der Gerald gesagt hat. Ich kann es euch nur heiß empfehlen, schaut mal vorbei. Ich werde natürlich auch da nochmal direkt unten in der Titelbeschreibung vom Drei-Länder-Enduro alles nochmal verlinken. Die Leute, die es noch nicht kennen, schaut es euch an. Wenn ihr euren Urlaub in 2022 plant, ganz fett Reschen markieren. So, und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal weiter und gucke mir hier ein bisschen auf der Messe vor euch um und nehme euch natürlich mit. Bis gleich. Boah Leute, um dieses Video der Cycling World in Düsseldorf einigermaßen gerecht zu werden, müsste dieses Video weit über eine Stunde gehen, weil es waren so viele interessante Aussteller da, neue Newcomer-Firmen, die ihre Produkte präsentierten und eben auch altbewährte waren vor Ort. Aber jetzt Leute, gehen wir mal zu dem eigentlichen Herzstück dieses Videos, wo das Interessanteste für euch und eben auch für mich jetzt stattfinden wird. Und da würde ich sagen, gehen wir mal raus in den Außenbereich direkt zum Tobias, was der für mich hat. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich interessanten Programm, was heute für mich ansteht. Denn es ist nicht nur, dass ich heute auf der Messe bin und ich habe andere Klamotten heute mal an. Nein, es geht noch weiter bei mir. Denn das ist so ein bisschen der nächste Schritt jetzt, wie es sich bei mir weiterentwickelt hat. Ich bin jetzt bei BH am Außenstand und da treffe ich jetzt den Tobias. Und der Tobias, der hat was ganz Interessantes für mich. Und Leute, das will ich euch jetzt direkt mal zeigen. Ich würde sagen, wir gehen einen kurzen Schwenk rüber, bevor ich jetzt ewig lang hier rumquatsche. Und wir gucken uns mal an, was der Tobias für mich hat. Let's go! Hier steht von BH Bikes ein X-Step Carbon, ein Enduro-Bike, ein EMTB. Und warum ich jetzt hier stehe und der Tobi von BH Bikes neben mir sagt, euch am besten der Tobi jetzt selber. Genau, erstmal herzlich willkommen im Team. Hi Tobi, danke schön. Damit habe ich es schon so halb verraten. Also wir werden den Mike dieses Jahr mit einem coolen Rad unterstützen. Sprich, er darf für diese Saison ein X-Step Carbon von uns fahren. Wir werden ihn auch weiterhin unterstützen. Wir werden geilen Content zusammen mit ihm produzieren. Zusammen die Trails unsicher machen und einfach richtig geile Sachen für euch produzieren und dementsprechend halt auch einfach zeigen, was für coole Räder wir haben. Also ich meine, du bekommst eins von uns gestellt, wir werden aber mit Sicherheit die Möglichkeit finden, auch das eine oder andere zu testen. Ich bin mega hyped, ich bin super gespannt auf 2022. Das ist eine absolut tolle Gelegenheit und eine Chance für mich, bei euch da jetzt mitzumachen. Da sage ich nochmal tausend Dank, Tobi, tausend Dank an alle, die da mitgewirkt haben bei euch. Eine super tolle Aktion, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich tierisch auf das Fahrrad, das auch mal zu fahren. Ich muss ja sagen, ich bin es ja schon mal gefahren in Reschen letztes Jahr bei den Green Days war das gewesen, wo ihr die Testrunde dabei hatte und da hat mir das schon ganz gut gefallen. Wir werden sehen, auf jeden Fall, Leute.
In Zukunft wird es mit dem Fahrrad jetzt ein bisschen mehr Content geben, aber jetzt am Anfang kann es sein, dass ich das noch ein bisschen vermischen wird, weil ich habe auch noch alte Videos vorproduziert und die müssen wir natürlich erstmal durchrutschen. Deswegen wird es jetzt erstmal so ein kleiner bunter Salat werden, bis es dann so ein greifender Übergang dann wird, dass es dann rein nur noch der Content natürlich dann wird mit BH-Bikes. Und wo ich mich auch mega drauf freue, wenn wir dann die Trails unsicher machen. Da gibt es nämlich auch noch den Alex, der steht nämlich gerade hinter der Kamera. Den zeige ich euch dann später noch von BH-Bikes. Und natürlich werden wir auch so mal eine Runde drehen. Leute, ich habe richtig Bock drauf. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen rumlaufen hier auf der Messe. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und interessant. Ich werde mal ein bisschen rumquatschen und gucken, ein paar interessante Stände. Und dann nehme ich euch direkt mit. Let's go! Alex hat Zeit. Er hat einfach mal kurz Zeit für mich. Wie geil ist das? Alex, sei gegrüßt. Ich halte jetzt mal das Mikro oder halte das Mikrofon. Ich halte es selber. Ich bin Alcroot. Richtig. Alex, kurz mal für die ganzen Leute. Wer bist du? Was ist dein Job bei BH Bikes? Was machst du alles hier? Das ist total easy. Ich bin der Alex, arbeite bei BH und mache alles das, wofür ich gerade gebraucht werde. Ein bisschen was im Außendienst, ein bisschen was im Innendienst, ein bisschen was auf Events, ein bisschen was bei der Technik und bei allem anderen kannst du mich auch ein kleines bisschen gebrauchen. Von daher, Mädchen für alles, Mann für alles. Mann für alles. Und ich habe auch festgestellt, dass du gern mal den Tobias ein bisschen rumschubst. Nur ein kleines bisschen. Aber hat er es verdient? Auf jeden Fall. Somit endet Tag 1 auf der Cycling World in Düsseldorf. Ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schallert das Glöckchen an, lasst ein Abo da, kommentiert das Video. Ich würde mich super drüber freuen. Und wir haben uns jetzt erstmal was Kräftiges zum Mampfen verdient. Die Bäuche sind leer, die müssen gefüllt werden. Und im nächsten Video geht es dann weiter in Teil 2. Da geht es direkt um Bikepflegeprodukte. Da werden einfach mal 3 interessante Firmen für euch geschnappt, das kann ich schon mal teasern. Und ebenso auch 2 super liebe Mädels mit ihren kleinen Unternehmen, die stellen sich da mal vor. Ich bin raus. Peace.